Elmos ist ja ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist mit der Herstellung kleiner, intelligenter Teile. Wie gefällt Ihnen denn so eine kleine, exklusive Veranstaltung jetzt heute hier? Och, ich darf sagen, wir sind froh, hier eingeladen worden zu sein. Wir haben ja das Programm vorher studiert und der Herr Ries und sein Kollege, der Herr Schmidt, haben da, glaube ich, sehr hochkarätige Leute eingeladen. Es macht uns also Spaß, hier dabei zu sein. Wir fühlen uns wohl in so einer Umgebung, unsere Teile vortragen zu dürfen. Ich meine, unsere Teile sind zwar klein, möchte ich sagen, aber oho. Herr Dr. Mindel, was wird der Schwerpunkt Ihrer heutigen Präsentation? Ja gut, wir werden natürlich erstmal die Firma als Ganzes vorstellen, dass wir ein sehr internationales Unternehmen sind mit deutschen Wurzeln. Und dann werde ich versuchen, auch ein Stück weit unsere Produkte vorzustellen und damit eben das zu belegen, was ich vorhin sagte, dass unsere Teile zwar klein sind, aber oho. Das heißt, ich werde ein paar Produktbeispiele geben, die sich wirklich in eine Funktion für den Autofahrer transferieren, sodass auch der Nicht-Technikkundige damit was anfangen kann und erkennt, dass ÜCs dafür die Schlüsselbauelemente sind. Und diese Produktbeispiele werde ich dann ausführen. Das Automobil der Zukunft, ist das ein fahrender Computer? Oder wie sieht Elmos die Entwicklung in der Zukunft? Ja, das Automobil der Gegenwart, würde ich sagen, ist eigentlich schon jetzt ein fahrender Computer. Also wenn Sie sich mal anschauen, was derzeit schon alles für Funktionen, da muss man gar nicht in die Oberklasse gehen, sondern einfach nur in die Mittelklasse, was da schon drinnen ist an Kommunikation, an Navigation, an Abgasbearbeitungstechnik, an Luftdruck, Monitoring, an Sicherheitstechnik. Ich meine, früher waren wir mal froh, einen Airbag im Lenkrad zu haben, jetzt haben wir 24 Airbags und alle haben eine ganz intelligente Mimik hinter sich, wann sie zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Geschwindigkeit losgehen müssen. Wir haben Sensorik rund ums Auto, das geht vorne in der Stoßstange los, wo Berührungen mit Fußgängern gemessen werden und entsprechende Gegenmaßnahmen für den Aufprall des Körpers auf die äußere Karosseriehaut getroffen werden. Sensorik in den Luftmassenmessern, in den Abgasen. Das heißt, das Auto ist schon jetzt ein fahrender Computer und das wird in Zukunft weitergehen, weil wir längst nicht am Ende der Entwicklung angelangt sind. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass diese Tatsache, dass wir jetzt bei so ungefähr 30% in der Wertschöpfung Elektronik haben, wir sind davon überzeugt, dass das weitergehen wird. Auf 40 und weiter, ich meine, wenn Sie an Elektro- und Hybridfahrzeuge denken, dann ist automatisch klar, dass die normale Mechanik und Verbrennungstechnik sich sozusagen relativ zur Elektronik am Rückzug befindet. Und deswegen ist die Elektronik, und das ist nicht nur der Computer, das sind eben auch die Sensoren des Autos, die Aktuatoren des Autos, das ist im Vormarsch. Das heißt, das Auto wird eine hochintelligente elektromechanische Maschine, wo ein Haufen Computer dafür Sorge tragen, dass sie sich im Verkehr zurechtfinden, dass Unfallsituationen entschärft werden und dass die Umweltverträglichkeit zu einem Maximum geführt wird. Herr Dr. Mindel, ein weiterer großer Trend in der Automobilindustrie ist das Thema Globalisierung. Wie stellen Sie sich selbst als deutsches Unternehmen auf dieses Thema ein? Ja, auf dieses Thema, wenn Sie so wollen, haben wir uns schon lange eingestellt. Wir haben eine eigene Tochter in Milpitas und das schon seit 2001, wo wir mikromechanische Bauelemente auf Siliziumtechnik basierend herstellen, zum Beispiel für Drucksensorik. Aber wir haben mittlerweile auch vier Veranstaltungen in Asien laufen. In Tokio ein kleines Repräsentantenoffice, in Seoul ein größeres Office mit Applikationsengineering und Vertrieb, in Shanghai Applikationsengineering, Vertrieb und auch in Singapur. Und wenn Sie sich die Ergebnisentwicklung oder die Umsatzentwicklung unseres Konzerns gerade im ersten Halbjahr 2012 ansehen, dann ist es ja geradezu geprägt davon, dass die nicht-europäischen Umsätze, wenn ich so sagen darf, dramatisch wachsen, nämlich 30% nach oben gegangen sind im Halbjahresvergleich, während eben die europäischen und speziell im deutschen Umfeld existierenden Umsätze mit den Nicht-Premium-Herstellern ja stark zurückgegangen sind, also im 10%-Bereich und darüber. Also insofern, man muss den Footprint international machen und man muss dafür sorgen, dass die Produkte eben auch international wettbewerbsfähig sind. Und das tun wir auch dadurch, dass wir uns auf Kernthemen fokussieren. Wir haben einfach, obwohl wir eine kleine Firma sind, und ich darf auf Sie zurückkommen und sagen, kleine Bauteile liefern, wir haben in ein paar Themengebieten absolute Weltmarktführerprodukte. Das ist zum Beispiel so für die Reifenluftdruckmessung oder für die Ultraschall-Einparkhilfe, wo Sie im Regelfall davon ausgehen können, wenn es im Auto piept, wenn Sie sich einem Objekt nähern, dass ein Elmos-Chip dahinter steht, der Ihnen das mitteilt. Und in solchen Systemen präsent zu sein, Kern-Know-how zu haben, ist ein Schlüssel, auch international erfolgreich zu sein, weil das ist natürlich, was in den internationalen Märkten gefordert und gefragt wird. Wo sind eure Innovationen, die mir helfen, euren Entwicklungsvorsprung möglichst schnell aufzuholen? Darüber hinausgehend
war ja Ihr Unternehmen und ist auch die ganze Hardline-Industrie geprägt davon, dass die Erträge doch relativ stark schwanken. Was wollen Sie in Zukunft tun, um die Erträge stabiler zu gestalten bei Elmos und auch die das Ertragsniveau nach oben anzuheben? Ja gut, wir machen im Wesentlichen, sage ich mal, drei strategische Ansätze, um die Ertragsseite dauerhaft zu stabilisieren und nach oben zu befördern. Das eine ist eine sehr grundlegende Änderung in unserem Geschäftsmodell. Die Insider wissen das. Wir hatten vorher vor allem kundenspezifische Lösungen. Das heißt, ein Kunde hat uns exklusiv mit der Lösung seines Problems beauftragt. Wir haben es gelöst. Das hat den schönen Vorteil, dass Sie sicher wissen, dass dieser Kunde auch wirklich herzerbrechend committed ist, das Produkt in Serie und zum Glück zu verhelfen. Das hat aber den Nachteil, wenn das Produkt ein schön gutes ist, dann können Sie es leider nur dem verkaufen und den anderen nicht. Dem begegnen wir jetzt mit unserer sogenannten ASSP-Strategie. Das übersetze ich jetzt gar nicht, aber es das heißt einfach, wir gehen mit unserer Entwicklungsleistung selber in Voraus. Wir finanzieren sie selbst und bieten dem Markt Speziallösungen an, die eine Innovation darstellen. Und insofern bauen wir sozusagen darauf, dass wir mit im Grund der gleichen Entwicklungsaufwendung einen breiteren Markt ansprechen. Wir nützen also die Hebelkräfte des Marktes, nicht nur exklusiv eine Kundenbeziehung zu bedienen, sondern wenn wir Marktführertechnik haben, mehrere Kunden zu bedienen. Das ist der eine Ansatz. Der nächste Ansatz ist eine ganz entscheidende Frage in der Halbleiterei, ist immer die Auslastung. Das heißt, die Erträge schwanken immer genau dann, wenn Sie Fertigungskonstruktionen oder Investitionen an Bord haben, die zu dem Zeitpunkt, wo Sie Ihr Ergebnis ermitteln, nicht ausgelastet sind. Und das wollen wir eigentlich dadurch auf die Dauer abstellen, dass wir intensiv jetzt mit einem Partner in Korea zusammenarbeiten, mit einer Foundry, der Name der Firma ist Magnachip. Und die ist sozusagen dafür da, dass sie alles, was wir an zusätzlichem Wachstum generieren, für uns mit ihren Investitionen, mit ihrer Flexibilität am Markt bedienen und wir im Umkehrschluss sicherstellen können, dass unsere eigenen Kapazitäten immer voll ausgelastet sind. Das wird uns insbesondere helfen, auch über Schwankungen hinweg mit hohen Erträgen das ganze Thema vorwärts zu bringen. Gut, und die dritte Maßnahme ist natürlich generell die, dass wir versuchen, Kernthemen an den Markt zu bringen, wo es von vornherein nicht darum geht, nur den Quadratmillimeter Silizium zu verkaufen, weil das können andere besser. Wir werden nie die sein, also die Mega-Supplier, die einfach maximal viel Wafer für einen Euro anbieten, sondern wir müssen uns durch Innovation, durch Spezialitäten differenzieren. Und das haben wir in jüngster Zeit auch dadurch befördert, dass wir eben ganz bewusst Themen nicht bearbeiten, aber uns dafür mit mehr Ressourcen auf Fokusgebiete konzentrieren, die wir am Markt einfach preisgerechter anbieten können.